Aber wir haben schon wieder 9 Diamanten, immerhin. Da kann ich mich, glaube ich, auch noch erinnern. Ich fühle mich unwohl, wenn ich da oben lauter Kreaturen entlanglaufen höre. Vor allem, was ist das jetzt schon wieder für ein Lavasee hier unten? Ich kann schon Sachen nicht mehr mitnehmen. Die Musik ist ausgegangen, das freut mich natürlich. Alter, wieder so ein riesiger Lavasee, oder was? Darum geht's wieder hoch. Ich habe jetzt schon keinen Plan mehr, wie es in dieser Mine eigentlich wohin ging. Bin ich ganz ehrlich. Gut, das ist hier aber eine Sackgasse. Die kann man gleich mal zumachen. Oh, das ist eine kleine Spinne, ja. Ist ein Spawner wieder. Hallo. Nein, ich bin vergiftet. Ach, das ist jetzt aber blöd. Es kommt mir so bekannt vor, der Anblick mit dem Kies. So, als hätte ich ihn gerade von der anderen Seite schon gesehen. Aber ich glaube. Aua. Na, hör mal einer. Oh. Da vorne habe ich zugebaut. Hilfe! Ich kenne mich nicht mehr aus. Das ist jetzt wirklich wieder mal sehr blöd gerade. Wo ist das hier? Wieder woanders? Ah ja, okay. Hier sind mehr Spinnen. Oh nein. Nicht noch mehr Spinnen. Die sind gleich hier um die Ecke. Oder über mir. Gerade ein bisschen unwohl. Und ich hoffe, dass wir mehr Lohnsamen finden. Würde nämlich für unseren Bauernhof sehr gut sein, sage ich mal. Wenn wir dort alle Arten von Samen finden. Wir könnten dann natürlich auch im Nachgang, also wenn wir hier unten fertig sind, was bei der Größe dieser Mine sicherlich 2 Jahre dauert, könnten wir natürlich dann an das den Ozean überqueren und auf der anderen Seite des Ozeans nach Land suchen und dort ein Dorf finden. Wow, die sind nämlich auch neu, den gibt es jetzt. Und da lassen sich unter anderem Karotten und Kartoffeln absahnen. Was für unsere Felder mit Sicherheit auch schön wäre.
Hier brennt's. Das würde heißen, Minenschacht auf Lava getroffen. Aber nicht hier. So, gehen wir hier wieder hoch. Und... auf dieser Seite waren wir noch nicht. Dort drüben auch noch nicht. Hier haben wir das Feuer gehört. Das war also oberhalb von uns. Wie vorstellen, gehen wir erstmal hier gerade bei. Ach du Heilige. Haben wir eine Sch. Nein, wir haben natürlich keine Schaufel dabei. Ah, warum denn? Das ist sehr viel Redstone. Gleich mal alles mitnehmen. So. Hier ist Kies. Und da oben ist noch mehr Redstone. Hm. Schmeißen wir ihn jetzt weg. Ach, Erde. Ja, wir haben jetzt schon wieder das Platzproblem im Inventar. Wie wir es auch das letzte Mal hatten. Dezent. Zumindest. Dann gehen wir hier erstmal wieder hoch. Da rechts machen wir erstmal einen großen Bogen von, würde ich vorschlagen. Obwohl, man kann immer gucken. ich muss auch noch den anderen Gang, da wo wir die Lava zugemacht haben gerade eben. Oh je, ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder Spinnen. Oh nee. Ich höre schon wieder Spinnen. So. Wie ging es denn dorthin? Ich glaube hier. Natürlich. Ich finde ja, es sollte Rucksäcke geben. Alter. Hallo? Endstation. Na, wunderbar. Das hat sich ja mal so richtig gelohnt. Hey, das ist ja eine Ding hier. Okay. Ich muss mal aufräumen hier. Das war dringend. So. Ich mache mal eine kleine Kiste hier drüben hin. Und. Okay, also. Folgende Idee. Ich, baue hier mal schnell die Kohle ab und mache zwei Öfen hin. Obwohl, lohnt sich das schon? Wir haben genau 2 Stacks Eisen, wenn ich jetzt hier anfange zu braten. Das dauert jetzt natürlich eine Weile, bis das durch ist. So, davon abgesehen, was kann man denn wegschmeißen? Kies brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir haben eh keinen Bogen dabei, deswegen können wir die Pfeile eigentlich auch wegmachen, aber die behalten wir mal. Hier oben kommt mal unser gesammelter Redstone hin. Sand brauchen wir nicht. Sattel ist wertvoll. Diamanten sind auch wertvoll. Lapislazuli ist nicht ganz so wertvoll. Zaun kann weg. Schienen behalten wir. Fackel, Schwert und Spitzhacke sind die wichtigsten Sachen. Genau. So, und dann
Richtig ist, ich werde die Diamantspitzhacken nicht ganz kaputt machen, dass sie. Ich meine, geht das eigentlich schon? Nein, es geht noch nicht. Schade, man kann sich ja in neueren Versionen anzeigen lassen. Wie viel Haltbarkeit so etwas doch hat, unter anderem. Das wollte ich gerade ausprobieren, aber das ist leider noch nicht im Spiel drinnen. So, warte mal. Reichen eigentlich 4? Das kann der ganze Rotz, den ich gerade eben rausgeschmissen habe, wieder weg. Kies war da auch dabei. Gunpowder nehmen wir mal mit. So, wir machen natürlich eine Steinschaufel und eine Spitzhacke, um die Schiene mitzunehmen, denn da will ich ehrlich gesagt jetzt. Was machst du denn da? Weiche! Denn für die Schienen brauchen wir natürlich. Für die Schienen, ja! Für die Schienen brauchen wir Gleise. Das natürlich auch. Nein, aber für die Bahnstrecke zum End brauchen wir natürlich auch Gleise. Sonst ist es ja keine Bahn. Erfahrungsgemäß. So, das kann weg, das kann weg. Oh, hier ist noch Eisen. Das war so klar. Ja. Ja, doch, das stimmt. Ja, genau, einen Slimeball sollten wir auch mitnehmen. Also das brät jetzt hier erstmal vor sich hin. Ein Drittel haben wir schon. Jetzt könnten wir natürlich theoretisch hier weiter erforschen. Hallo? Oh nee, hier ist ein Stockwerkübergang auch noch dabei. Ist ein Spinnspawner, den wir schon abgebaut haben. Der schon abgefrühstückt. Hier rechts geht's. Ja, das war so klar. Das war so extrem klar. Aber jetzt sieht man wenigstens, was ich meine mit, das ist so unübersichtlich. Hier das zum Beispiel. Da kannst du, wenn du nicht aufpasst, dich ewig lange im Kreis bewegen, ohne dass du es wirklich merkst. Das ist dann natürlich für denjenigen, der es dann merkt, sehr lustig. Also wahrscheinlich ihr. Aber bis man es dann mal selber merkt, ist es viel zu spät. Okay. Wir können hier drüben nach oben auf dieser Seite. Warte mal. Dafür ist doch die Diamantspitzhacke da. Oh. Okay, da oben ist garantiert irgendein Spawner. Das ist ja richtig am Ausrasten. Ich habe keine Fackeln mehr, nein. Höp. Ja. Definitiv weiter rechts. Das heißt, hier der dritte Zombie-Spawner in unmittelbarer Nähe zu. Ja, beruhigt euch mal. Genau sollen die jetzt sein? Autsch. Okay, ich finde die Zombies nicht. Ja, jetzt sind hier immer wieder die Spinnen, bei denen ich gerade Reichweite war. Ich habe doch keine Ahnung, wo hier was alles ist.